Prokop ist da, der Bundestrainer. Herr Prokop, das ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig irgendwie. Also für uns auf jeden Fall und ich glaube auch für alle 14.000, 15.000. Das war kurz vor dem nächsten großen Schritt. Jetzt ist es ein Punkt, das darf man nicht vergessen, aber es ist auch irgendwie enttäuschend. Wie geht's Ihnen? Ja klar, überwiegt im Moment ein bisschen die Enttäuschung, weil wir beim 17:20 nicht den Sack zumachen. Damit genau bei dem Thema gerade, ja. Und es ging am Ende nur darum, das Spiel dann zu gewinnen. Und da waren die Russen sehr geduldig, sehr eiskalt in den entscheidenden Momenten, sodass sie dann doch das Unentschieden noch geholt haben. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wie Sie sagen, am Ende haben wir jetzt 24 Stunden und dann geht der Fokus sofort auf Frankreich. Wir haben gerade eine der entscheidenden Szenen schon gesehen. Paul Drucks sprach auch selbstkritisch davon, dass er da natürlich so ein Bein nicht spielen darf. Dominik sagte, Steffen Weinhold kann auch entgegenkommen. Das ist auch immer so eine Teamgeschichte. Ich würde gerne einmal auf den Ausgleich der Russen schauen. Sie wussten ja, was kommt und haben gesagt, wir nehmen lieber den Rückraumwurf in Kauf. Was ist da, also nicht schief gelaufen, aber warum haben sie es nicht besser verteidigen können in der Situation? Muss ich mir jetzt auch erst anschauen. Ja. Ja, am Ende gewinnen sie auf halb links den Zweikampf, sodass wir nicht mehr richtig im Block stehen und da dann kein Block-Torwart-Zusammenspiel ist. Und hier kriegen wir den Ball nicht mehr aufs Tor. Das ist halt ganz wichtig, auch mal von 11 Meter dann hochzusteigen. Aber gut, am Ende war es das erwartet enge Spiel. Den Respekt müssen wir auch den Russen zollen, die das hier hervorragend gemacht haben. Die haben auch immer wieder in der Abwehr taktisch clever. Und der Torwart war heute auch eine Option auf deren Seite, muss man ganz klar sagen. Wir hören mal Steffen Weinhold, einer derjenigen, der sich da reingehauen hat heute, wie er es immer tut, bei Peter Kast. Steffen Weinhold, der ja mit Brachialgewalt, ich kann mich an eine Szene aus der zweiten Hälfte erinnern, die ja hier für Ekstase fast gesorgt hat, als er da durchgegangen ist und ihn reingeknallt hat, gesorgt hat, das kennen wir von ihm. Ich glaube auch, Herr Prokop, es nützt ja jetzt auch gar nichts, irgendwas grundsätzlich in Frage zu stellen. Wie machen Sie das denn jetzt? Analysieren Sie das noch oder sind Sie nur noch Frankreich in 10 Minuten? Nein, natürlich dürfen wir uns heute ärgern darüber, aber jetzt geht es nach den Pressekonferenzen zurück ins Hotel. Da ist es wichtig, dass wir Kraft tanken. Das Schöne an diesem Turnier ist, dass wir innerhalb von 24 Stunden die Chance haben, mit diesem tollen Publikum das besser zu machen und nicht 5 Tage warten müssen. Haben Sie da grundsätzlich denn noch was, was Sie jetzt mitnehmen aus den vergangenen 60 Minuten? Irgendwas, was substanziell vorwerfbar ist oder verbesserungswürdig? Wir haben ja gerade auch Steffen Weinhold gehört. Wir reden sicherlich auch über Überzahlspiel, wir reden über Chancenverwertung, wir reden über Spielfluss. Was steht für Sie oben? Na, wir waren heute nicht so effizient und in den entscheidenden Phasen nicht cool genug, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Haben da 2, 3 technische Fehler immer wieder mal eingestreut, sodass wir die Russen nicht richtig abschütteln konnten. Und sie haben es dann gerade über ihre linke Angriffsseite sehr clever ausgespielt. Taktische Variante 7-6 haben wir 2, 3 Mal versucht. Wer ist da der Entscheider? In der Situation war es Martin Strobel. Ist das sonst jemand anders noch als Alternative beim 7-6? Ja, wir haben uns mehrere Sachen erarbeitet im 7-6. Aber die Sache, die wir heute gesehen haben, war Martin der Entscheider. Wie kommen Sie jetzt runter nach den Terminen, die Sie jetzt noch haben? Machen Sie noch eine Stunde einen Spaziergang? Oder Andreas Wolf, kommen Sie gerne dazu. Glückwunsch zum Punkt. Oder setzen Sie sich gleich vor den Fernseher mit Co-Trainer? Ich bin auch ein Mensch, also deswegen es muss mir auch zugestattet sein, mich zu ärgern. Das macht man jetzt, aber am Ende haben wir einen Punkt nicht geholt, den wir uns vorgenommen haben. Den anderen haben wir und wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden die Chance, gegen den Weltmeister anzutreten. Was natürlich brutal ist, ne? So ein Spielplan, das ist im Handball ein Thema seit Jahrzehnten, aber kommt natürlich jedes Jahr wieder hoch, wenn die große Öffentlichkeit sieht, was die Handballer zu leisten imstande sind. Der Mannschaftsarzt hat auch gesagt, mit Gesundheit oder mit Normalität hat das gar nichts zu tun. Wie ist das jetzt für die Mannschaft? Kann man nur kurz sagen, also erstmal spielen wir zu Hause und werden hier getragen. Das ist eine tolle Sache, worauf wir uns freuen. Und dann hatten wir lange Monate Zeit, uns auf den Spielplan einzustellen. Also wir können damit umgehen. Gut, also morgen gegen Frankreich. Alles Gute. Dankeschön. Wir machen einen fliegenden Wechsel hier. Herr Wolf, bitte bleiben Sie. Was sind Ihre ersten Emotionen?